Das Containerschiff Ever Given steckt weiter im Suezkanal in Ägypten fest. Ein erneuter Versuch, es flott zu machen, ist gescheitert. Nun werden zwei weitere Schlepper erwartet, die bei der Bergung helfen sollen. Das riesige Schiff war am Mittwoch in einem Sandsturm vom Kurs abgekommen. Es lief am Ufer auf Grund. Seitdem blockiert es den Kanal. Zahlreiche andere Schiffe stecken ebenfalls fest. Die Bergung der Ever Given könnte noch Wochen dauern. Die Wirtschaft fürchtet Lieferengpässe. Der Suezkanal ist eine wichtige internationale Handelsroute.